So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days in der Alpha 18. Da ist er doch, Mensch, er steht direkt hinter mir da hier. Ja, ich habe Feuer gemacht. Ja, ich bin der Zubarock und da ist der Kuga. Hallöle. Ja, er hat Flitzekacke, ich bin verstrahlt. Wunderbar, es passt zusammen. Wir sind ein Durst Team. Durst habe ich auch. Und Durst hat er, da siehst du, Durst hat er auch. Das ist doch perfekt. Was läuft denn hier alles? Hier läuft so ziemlich alles schief. Wir müssen unbedingt looten, wir müssen unbedingt was finden, damit der gute, ja, oder der einigermaßen zu war, dass der hier überlebt, ne? Sonst sieht das schlecht für den Knecht aus. So, bist du dabei? Ja, ne? Also, wir brauchen Knochen, Duct Tape, Kleber, Honig, Clay. Ach, quasi alles. Mist. Oh. Was machst denn du da? Hilft das bei meiner, Du warst doch gerade vor mir. Ja, jetzt bin ich hinter dir. Hilft das bei meiner, ja, Zerstörtheit? Oder wie das so Honig. Schön sagt? Hilft nur Honig? Antibiotika? Ich habe ein Problem. Oder Herbal-Antibiotika. So. Die Wahrscheinlichkeit, Honig zu finden, ist am größten. Wir sind keine Friends. Warum nicht? Weiß ich nicht. Hier sind wir durch. Das haben wir durchgelootet, den Verein hier, den Laden. Ich glaube, da haben wir alle, ja. Da haben wir alle. Hier, was ist hier denn eigentlich? Was ist das hier? Weiß ich gar nicht. Sieht kaputt aus. Das sieht nicht so frisch aus, das Ganze hier. Die haben aber auch ein ordentlich Stück Mauer hier rumgebastelt, ne? Boah. Und Stacheln. Was habe ich eigentlich, was mit meiner Ausdauer denn gerade los? Hallo? Du hast die Seuche? Ich habe auch Hunger. Ja, Hunger habe ich auch. Na super, hau dir erstmal einen Kaffee in den Hals. So. Was haben wir denn hier Feines? Leeres Auto. Was haben wir hier? Ein leeres Auto. Super. Bist du den Kaffee am Futtern oder was? Ja klar, ich esse den. Hast du das noch nie gemacht? Ich mach mir ein Loch rein. Guten Tag, jemand zu Hause. Ich nehme den primitiven 0815 Bogen. Oh. Das die fällt durchs Dach. Oh, warum das denn? Weil, ist so. Oh. Das war doch mal ein guter Schuss, muss ich mal sagen. Oh, was jetzt? Hallo? Tot. Aha. Ich hatte gerade Standbild. Wo mache ich denn Standbild? Da steht ein Leihwagen. Du bist auch ein Neuwagen. Nee, ein Leihwagen. Was ist denn das für ein Laden hier, sag mal? Das ist ja cool. Hier illegale Chemiestation da unterm Tisch versteckt. Also nein. Hier ist eine Mülltonne. Warum ist hier denn in der Mülltonne nichts drin? Ich glaube, hier fällt noch mehr durch die Decke. Ich habe so das Gefühl. Jemand zu Hause? Vielleicht, eventuell. Bestimmt. Ich guck mal hier, da ist Müll. Nehmen wir doch gerne mit. Ich bin, Oh, mein Kackehäufchen blinkt wieder. Was heißt das? Ach Mist, jetzt ist sie wach geworden. Ach, großartig. Na, aber nicht so schnell. Nicht so ganz, ganz... Bist du wohl? Huiuiui, sie läuft schnell. Nicht Richtung wechseln. Alter Freund. Was? Ich hab durchgeschossen. Die ist doch hin, oder? Die alte ist durchsichtig. Nein. Jetzt ist sie hin. Haha. Ich hab dir ganz mutig in den Rücken geschossen. Ganz mutig. Oh, nee, das war kein Rücken. War ein bisschen tiefer. Aha, Oberkante Rücken. Hä? Unterkante. Oh, Mist, hier ist ja nicht mal was drin. Jemand auf dem Klo? Hallo? Jemand auf dem Klo? Hallo? Oh, hier. Schmutzige. Die hat doch was. Ja? Schmutziges Wasser. Hilft das auch? Nee. Nee, das hilft so zu sein, wie ich bin. Ah, schön. Die hat hier 12-mal Schrotzen Muni versteckt. Großartig, was ein Luder. So, ich bin hier gerade auf dem Dachboden. Ach, du machst den Lärm da oben. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen am... Ach Mist, jetzt kommt der Krabbler auch noch. Das ist ja nicht wahr. Lass den ja da oben. Ja, ich lass ihn hier oben. Ich versuch das auf jeden Fall. Fall hier irgendwo durch. Komm. Er ist gerade runtergefallen. So ein Ärger. Hier vor der Tür sozusagen.
Bist sicher? Vor die Füße, ja. Aber ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist ja großartig. Viel Glückwunsch dafür, ne? Aber dann ist er doch oben verstorben, oder nicht? Warum? Warum? Uiuiui. Hier knirscht das irgendwie alles. Hast du zugenommen? Ja, ich bin ein bisschen dicker geworden. Das ist keine Idee. Warum? Ja, das hört sich echt schlimm an hier unten. Okay. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Auf dem Dach, das heißt immer schlecht, weil. Hier sind 100% Vögel. Ja, siehst du, hab ich auch gewusst. Du geschossen, blöder Geier. Huch! Ich dachte, du warst schon auf dem Klo. Ja, war ich auch. Ist da jemand durchgefallen? Und warum hast du dich verändert und willst mich dann hauen? Wie? Ja, ich bin ja schon Stufe 30, also ich bin ja schon ganz gefährlicher. Alter Oder warst du auf Freude. dem Damenklo? Ja. Was? Das Ding ist kaputt. Bist du wahnsinnig? Jetzt kriegst du hier Keule. Boah, Ich sag. da bleibe ich am Hausmeisterwagen hängen. Ja, weißt du was? Mehr verletzen Uiuiui. kannst du mich auch nicht. Alter. Hat mir wehgetan. Volles Pfund hat er mir wehgetan, der blöde Geil. Ist umgefallen. Siehst du, schön. So. Oh, hier war Pipiwasser im Urinal. Alter, ich mich gerade erschrocken. Meine Güte. So, wisst ihr was, ihr Ratten? Jetzt kriegt ihr das von mir. Und zwar für alt und für neu. Das kann ich Was auch mal ist. sagen. Was machst du denn da? Wer ich? Ja. Ich hau alles. Alles, was da ist. Es kriegt also Futter ohne Ende hier. Apropos Futter, du hast hier Dosenfutter vergessen. Ja, ich habe ja auch was gerade eingenommen, was gegessen. So. Da war roter Tee drin. War roter Tee drin? Ja, wie gesagt, ich war ja gleich nach oben, ne? Lute, Mensch. Hier ist Brot Hier drin. ist. Oh, lecker, lecker. Brot. Hier ist, glaube ich, Warum hat er ganz viele hier. Schritte. Ja, meine nicht. Vielleicht bin ich das, weil ich hier oben bin. Nee. Das ist ein Geräusch, das liebe ich. Oh, warte. Diesen blöden Drecksvogel muss ich auseinander pflücken noch. Oh, guck mal, da liegt noch einer. Und irgendwo da hinten ploppt eine gegen Metall. 36 Federn, nicht schlecht. Siehst du, ich wusste doch, hier war noch was Wo versteckt. denn halt? Alter, man muss wirklich in alle Ecken gucken hier, ne? Die verstecken überall Krams hier. Die Schreierin ist bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause? Warum die macht die keinen Mist? Dann kriegt die Ärger, das kann ich aber sagen. Hoppla! Komm her, Kumpel! Das hat wehgetan, ne? Ja, so ist das schön. Ich weiß nicht, ob das Geräusch schon als Schreien gedählt hat. Naja, jetzt bist du schon Oh, raus? Bist du schon raus hier? da, ja, ich beschütze gerade unser Haus. Ach, du großer Rat. Ich komm mal. Da wollen sie rein. Wo bist du? Ich komm kurz da. Warte. Alter, was ist mit meiner Ausdauer denn los? Die ist ja vollkommen in Dingens. Keller heißt das so schön. So, Bettchen ist da. Das muss ja irgendwo hier sein. Hier durchs Gemüse. Wo seid ihr denn alle? Oh, hier ist ein Loch im Boden. Was, du bist drin? Warte mal, Kumpel, das ist ja. Er ist hin. Okay. Wo ist hier noch was? Ach, da. Nein, aua! Augenblick. Ja, siehst du wohl. Was? Mit diesen Nichtwaffen, ne? Mit diesen Nichtwaffen. Auf jeden Fall war jemand hier drin. Aber nicht mehr jetzt. So. Ja, Haben die Schreierin hat hier vorne angeklopft. Oh Gott, die Ausdauer. Haben wir noch Essen? Ich habe hier einen Knochen. Willst du was haben? Nee. Den Knochen können wir ja schön zur Klebesuppe auskochen. Ach ja, stimmt. Knochen und Klebe.
Was haben wir hier noch? Oh, wir haben noch ein Brot. Wenn einer Brot braucht, nicht? Ah, hier, was ist das denn? Kleber. Heringsdips oder sowas, so ein Scheiß. Kartoffelsamen habe ich gefunden. Juhu! Ist auch was, ne? Ja, hervorragend. Das war auch irgendwas zum. Ich habe einen Splint. Das ist doch großartig. Oh, können wir Bein brechen? Das ist doch herrlich. Schön. Okay, wir haben sehr viel Ducktape, das ist gut. Aber Ja. nur einmal Kleber. Ich weiß nicht mehr, wozu man Kleber brauchte. Sandwich, esse ich das? Ich esse das. Mir doch Latte. Ich bin eh verstrahlt. So. Ach, ich erinnere mich. Wir brauchen Lehm. Da war doch was. So. Gott, das ist irgendwie kein Platz hier in diesen blöden Kisten. Was ist denn hier los? Da war doch wieder irgendwas nicht hin. Ja, wir könnten das ganze Zeug einschmelzen. Ach ja, stimmt. Irgendwas war da doch. So. Ich gehe mal eben ein bisschen Dreck schippen. Okay. So, wie ist das mit Saufen? Sonst ist unsere Metallproduktion auch zum Erliegen gekommen. Ach du herrlicher Krams. So, warte mal, eine Kiste. Ich baue noch mal eine Kiste auf, wenn das hier. Wir müssen echt, ich muss da mal bei. Ich muss da mal aufräumen. Oh, jetzt wird's auch noch, jetzt wird's heiß draußen. Aber warum denn? Ja, So. weiß ich nicht, es ist doch quasi spät abends. Glasscherben. Boah, Gottes Willen. Eisenpfeile 44 Federn. Der Knüppel kann raus. Ich habe das Gefühl, ich schleppe viel zu viel mit mir rum. Ist das nicht immer so? Ah, das ist. Ich weiß auch nicht. Was denn? Ich habe eine Knarre. Das habe ich gehört, mehrfach. AK-47 Sturmgewehr. Ich habe da jetzt 40 Schuss im Magazin. Du hast eine AK? Ja. Die macht Bums. Die ist gut. Ja. Also zwei Schuss und dann ist hier Ende im Gelände. Wieso ist mir Ja. denn. Wieso ist mir warm? Wir haben aber nicht so viel zwei Schuss, oder? Nee, das ist richtig. Irgendwas ist ja immer, nicht? So. Ich verrecke gerade. Warum? Ja, mir geht's genauso. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Warum ist hier gerade so ein Problem mit meinem. Na gut. Zerlegen. Okay. So. Ach nee, Stoff. Warte mal, Stoff. Hier geht langsam so alles drunter und drüber, habe ich das Gefühl. Wie warm ist es denn hier? 57 Ach, Grad. 41 Grad. Okay. Ich verstehe, warum. Ah, schön. T-Shirt tragen. Nein, mir ist ja nicht warm genug. Nein, das ist, nein, das ist nicht warm genug. Bei 41 Grad einen Gatten umgraben ist auch nicht so cool. Kann ich schon verstehen. Dass man ein bisschen schwitzt, ne? Ja. Stoffwetzen. Rezepte, Verbände. Soll ich 24 Verbände machen? Ich habe 10. Machen wir 10. So, wupp. Gut. Alles klar. Hau dir mal so ein Verband rein. 34,6%. Ich bin bald Feierabend mehr. Wann verwandle ich mich denn? Ich hoffe gar nicht. Ne, ich hoffe auch nicht. Also, wenn das soweit ist, sein sollte, ne, dann erschieß mich. Ja, gerne. Wir Hallo? brauchen Das irgendwo. mit gerne war jetzt nicht so, ne? Aber. Was? Gibt's hier nicht irgendwo was, wo man Lehm schütten kann und nicht hauptsächlich Sand? Ich hätte gerne Lehm. Ja, das ist ja das. Das hätte ich auch gerne. Gibt es hier keine Lebensressourcen? Lass uns mal hier. Nee, das ist Hier. doch auch alles Sand hier.
Die Berge sind mit Sicherheit auch Sand. Aber da hinten am Wasserturm gibt's Wasser. Oh, klingt nach Plan. Alter, wir haben uns hier was vorgenommen. Das ist echt nicht normal. Das sage ich dir. Was ist das hier eigentlich? Waren wir hier schon drin? Ich weiß nicht, was hier ist. Ich plansche gerade. Hier oben. Oh, das ist garantiert nicht so toll, hier rumzulaufen. Aber hier ist schön kühl. Durchsuchen Oh, den Army-Truck. Militärcamp. Ja, den Army-Truck mal durchsuchen. Was haben wir denn da drin? Oh! Lederstiefel. Und was zu essen. Boah. Mir ist warm. Da ist. Wieso ist mir denn so warm? Ich habe doch schon einen Helm auf. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Alter, hier ist ein Bunker drinne. Ich weiß. Du weißt. Wieso weißt du? Weil, naja, ich spiele ja auch hin und wieder noch privat. Das heißt ja nichts Gutes, oder wie? Naja, Militärbasis, was für Leute erwartest du da? Ja, solche Leute in Jogginghosen und Freizeit und Leder und hier Schlappen und sowas, oder? Nö. Ach, du bist auch da. Zwei von der Sorte ist ja nicht zu fassen. Was macht ihr denn hier? Warte, ich guck mal hierher. Ich habe diesen Hightech-Bogen. Warte mal, wir machen das mal anders. Guck mal her. Zwei Schuss, Alter. Wa? Na gut, drei. Pass auf. So. Hast du das gemerkt? Das war wie so eine Ohrfeige. Klatsch. Fleißige Bienchen. Ja, ne? Man muss mit der AK nur aufpassen. Man darf nicht so durchlatschen. Das wäre schlecht. Denn frisst die ein bisschen mehr Kleinkram. So, was ist hier? Die Tür ist auch offen. Hey, wir wohnen hier. Da müsste Frau Doktor wohnen. Ah. So, er ist hin. Okay, wenn ich sehe, wie viel EP das gab, war das wohl doch nicht Frau Doktor. Nee. So. Also ich würde nicht, also ich würde das toll finden, noch ein bisschen mehr Munition. Also das wäre echt schon super. So nebenbei. Wäre echt eine tolle Sache. Boah. Weil, die schafft schon was, ne? AK ist geil, das ist die geilste Waffe. Obwohl ich kenne die neue M30 noch nicht. Was ist denn hier drin? Wohnt hier noch einer? Ich mache mal hier die Tür auf. Oh ja, doch, hier ist die Doktorin. Da ist sie doch. Ach, da war sie da drin, okay. Hoppila. Sorry. Musste sein, nützte nichts, weißt du? Toll, Medizin. Da kotzt Poppenpilz. einer. Poppenpilz. Oh, lass da was drin sein. Lass da für mich was drin sein. Bitte. Lass für mich was drin sein. Bitte. Was sind das? Vitamine oder was? Ich drehe durch. Antibiotika. Yes. Hau sie dir rein. Yeah. Lies erst, lies erst. Wieso? Wie lange und wie viel? Och nee. Auch Was noch auch nö. dieses Thema mit wie lange und wie viel oder was? Ich hab's dir eben gesagt. Na toll. Danke. Ja, ich guck mal nach. Ich muss meinen Bogen reparieren. Traded Infection 35,4%. Das ist deine, die du hast. Ja. Und wie viel macht die Pille weg? Ich glaube, ich das wüsste. Steht das Steht schon dran. irgendwo? Stamina Regeneration minus 12,5. Na toll. Alter, ich bin hier am Verdampfen gerade. Ja, dann hau rein. Was? Ja, hau dir die Pille im Kopf. Die habe ich schon im Hals. Ach so. Ich bin hier aber, glaube ich, gerade so ein bisschen am. Ja, es tickt jetzt langsam runter. Ja, die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen. Ja, mir auch. Oh, ich bin auch infiziert. Wie? Nee. War hier Ich weiß sonst gar noch? nicht warum.
Wer ist denn da drin? Ach, ein Plastikmann, ich sehe schon. Soll ich? So, hat sich erledigt. Geh rein. Ja, das Ding ist goldig. Er ist echt der Hammer. Na? Jemand auf dem Klo? Ein Messer? Nein. Doch. Er sagt nichts mehr? Gut. Alles klar. Nix. Oh, hier ist Munition drin gewesen, aber die verkehrte. Naja, macht auch nichts. Gibt Schlimmeres. Ey, ich habe auch Schrotzmuni gefunden. Da oben ist da irgendwas. Warte mal. Da ist doch was. Ei! Was machst du denn da? Da war doch was. Klar ist da was. Ich wusste doch, da ist was. Wieso komme ich nicht höher rauf hier? Was denn hier los? So, jetzt mal. Weil du stößt den Kopf am Dach. Ah. Sag mal, ist das ein Witz? Was denn? Ein Weaponbag. Ein Waffenpack. Tasche. Und da ist nichts drin. Kein Wunder. Wieso? Wenn du da hochgeklettert bist, habe ich mir das Zeug rausgenommen. Was? Nichts. Ist halt ein Kumpel, ne? Ich dachte, du hättest das gesehen. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur direkt vor dir gestanden. Ist hier sonst noch irgendwas Tolles? Nee, wa? Ja, höchstens der Bunker da, ne? Aber das ist, glaube ich, eine tödliche Sache, da hinzugehen, ne? So tödlich ist das gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir die Tür aufkriegen. Welche Tür? Ist da eine Tür? Unten ist eine Tür, ja. Unten ist eine Tür? Mhm. Ah, ich guck mal. Hallo Tür. Ach du großer Gott. Ist gesperrt. Aber hier ist eine Frachtkiste. Mal gucken. Was sind denn diese ganzen scheiß blauen Fässer leer? Hier noch. Hier stehen Köfferchen. Ohne Ende. Und die sind alle nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was denn hier? Gesperrt. Wie dick ist das denn? 7000, klaro. Ja, sicher. Ja, warte, ich mach die Tür gerade auf. Ach, geht's darum? Ja. Das ist ja cool. Na, Lehm? Ist das nicht ein Geheimgang? Eieiei. Nee. Alles Stein, kein Lehm. Ach, da ist jemand so. Ach, du großer. Hallo, nicht alle auf Mal. Augenblick. Ja, komm her, Augenblick. Das ist ganz schön gefährlich, wenn man hier so im engen Gang hintereinander steht, ne? Ja, das ist richtig. Ja, bei jedem Schuss habe ich echt Tage Bedenken. Uiuiui. Was ein Stress hier. Was ein Stress. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ah, alles auch gut. Okay. Ich mache schon Eis. Da. Tickt deine Seuche runter? 33. Aber ich glaube nicht extrem viel. Ja, es dauert ein bisschen. So, warte mal, was habe ich jetzt hier? Ich habe ein Jagdgewehr. Ich habe einen Iron Spear. Also, den kannst du schön, wenn du einen zu Boden geschossen hast, nochmal einmal in die Fresse werfen. Oh, tatsächlich, wie böse ist das denn? Uiuiui. Und der tut richtig weh. Ach, du Großheimer. Trading, was ist das für ein Stock? Wenn ich dran denke, was wir am ersten Tag nach Kochtöpfen gesucht haben, ne? Ja.
Ich kann jetzt eine Kochtopfhandlung aufmachen. Kochtopfhandlung? Ja. Das ist aber nicht. Das ist ja eine winzig kleine. Also, hallo? Hier ist echt nicht viel Platz. Nö. Ich dachte, das wäre größer. Nö. Es sei denn, es gibt noch irgendwo einen Weg, den ich nicht gefunden habe. Aha. Okay. Na gut. Na gut. So, was ist denn noch wichtig? Die Sackkarre. Oh, die ist bestimmt cool. Das sieht nicht cool aus. Was? Das Laden. Nicht? Wenn das Magazin so um dich rumfliegt. Ja, ich. Das ist ja so klar, dass das nicht alles wieder so hinhaut. Ich meine, das kennen wir doch schon. Das sah echt strange aus. Da war Benzin drin. Da war Benzin drin. Oh, was noch? Juhu! Du hast doch die Superschippe, ne? Nee. Ich hab eine Stufe 1 Schippe. Oh, dann sammel du das mal ein. Brauche ich ja nicht mitschleppen, ne? Das wäre unnütz. Wir haben schon 20 Uhr, hast du nicht gesehen, durch? Tatsächlich. Da sollten wir doch mal. Der Armitrag ist leer. Den haben wir schon durch. Ja, den müssen wir nur noch abbauen. Da ist irrsinnig viel Material drin. Echt jetzt? Ja. Aber 2.500 mit der Wrench dauert ein bisschen. Würde ich gerade sagen. Aber ich fange schon mal an, nicht? Ja. Guck mal, hier stehen aber auch keine Baumstümpfe rum, verdammte Tat. Da müssen wir mal schauen. Uhr, ist da nicht zu fassen. Ja, ist ja nicht zu fassen. Nee. Sind echt nicht ein einziger Baumstumpf. Wir müssen ins verbrannte Gebiet. Was? Ins verbrannte, nicht ins zerstörte. Achso, wo ist denn das verbrannte, um Gottes Willen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir sind umzingelt von Zerstörten. Hier ist ein dickes Loch, haben wir ja schon mal Lehm geschaufelt. Ja, aber. Aber wo haben wir eigentlich noch nicht Lehm geschaufelt? Wir haben versucht, über Lehm zu schaufeln. Wir kriegen da aber bloß einen Arsch voll Sand raus und kein Lehm. Ah. Ah, die ist ziemlich hartnäckig, dieser Lastwagen, nicht? Sag ich dir. Aber den habe ich gleich. So, und jetzt ist er weg. Zupi, ach Mensch, du, hier ist Platz. Schaffen wir mal noch einen Parkplatz, weil da bin ich langsam. Holter Freund. Was hast denn du für eine Wrench, dass du das Ding so schnell wegkriegst? Ich habe nur eine Wrench. Aber ich habe einen starken Arm. Ach so. Ja, ja, nicht? Es ist ja. Warum ist das hier beleuchtet? Weil die Leute haben Angst, dass es dunkel wird. Nee, hier ist eine Zombie beleuchtet. Warum? Ich versuche mit meiner höchstmöglichen Geschwindigkeit, die ich haben kann, zu dir zu kommen. Das war ja eklig. Warum ist das hier beleuchtet? Das ist ja komisch. Gut, da ist eine Bombe. Da sollte ich lieber nicht draufhauen, das wäre schlecht. Oder eine Mine heißt das Ding gerne. Ja. Ja. Ich nehme mal die Schaufel in der Hand und schaufel mal eine Runde. Mal gucken. Ach du großer Gott. Ich habe Bruchsand und all so ein Krams. Das fliegt ja alles durch die Gegend. Gib her. Kriegst du das eingesammelt? Ich kann nur nicht schnell genug hin und her springen. Vielleicht gibst du mir ein Teil irgendwas anderes. Ist vielleicht einfacher, als das Zeug zu jagen. Was habe ich denn jetzt hier? Silbernuggets, wo habe ich die denn her? Ich habe Silbernuggets. Wo waren die denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Entweder gelootet oder. Oh, warum ziehe ich den nicht an? Den nochmal benutzen, ne? So. Ich habe hier Lederstiefel, willst du die haben? Ne, habe ich an. Alles klar, kann ich die zerlegen. Dose zerlegen. So. Was? Und ist Leben? Naja, nein, das ist kein großartiges. Aber was ist das denn hier? Ist hier ein Loch oder eine Höhle oder irgendwas? Keine Ahnung, was das hier ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach nach dem Bunker geht. Gut, das kann sein.
Okay, auf jeden Fall, das fällt hier extrem weit runter, würde ich sagen. Oder auch nicht. Lass mal lieber nach Hause, bevor wir hier gleich festhängen und halbe Stunde. Und nicht nach Hause kommen, dann wäre das echt panisch. Panne. Paranoide. So. Alter, jetzt wetzen wir. Jetzt rennen wir nach Hause. Was? Hier ist unser Zuhause doch schon, oder nicht? Ja, stimmt. Es war nicht so weit. Aber hätte ja anders sein können, ne? Obwohl bei dieser Geschwindigkeit. Ja, ist eine halbe Stunde nix, ne? Auch wenn man direkt vor der Tür steht. Ja. So. Alter, komm schon, mach. Wie sieht's denn? Mal eben Bäumchen mitnehmen? Ist eh schon angeschlagen, das Bäumchen. Achso, ja denn. Was haben wir denn hier noch? Pass mal auf. Nein! Na. Es ist noch kein Silvester, du darfst noch nicht böllern. Wer, ich? Nö, 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 nö. Was habe ich gemacht? Kaputt. Nein. Meine Ranch ist immer ein Dings, ne? Weiß Bescheid. Warum ist denn die Sonne so rot? Warum ist die Sonne so rot? Haben wir irgendwas verpasst? Blutmond. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Gleich stehen die Zombies vor der Tür. Na toll. Da können wir selbst lieber Selbstmord machen. Nee, wir infizieren sie dann mit der Seuche. Richtig, genau. Wir machen das umgekehrt. Genau, wir beißen die. Kommt nicht hier rein, Freunde, wir sind gefährlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, aber ich sehe, die Zeit ist durch. Die ist sowas von durch. Die ist aber sowas von um, ist die. Da sagen wir so flott mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr mal, was auf dem Kanal gerade los ist. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Ciao, ciao. In 18. Tschüss.